Auch im Duell gegen die knappen Zweite wird er wieder eine wichtige Rolle für Fortuna Düsseldorf einnehmen. Lex Tiger Lobinger hat zuletzt einen Profivertrag bei der Fortuna unterschrieben. Links im Bild zwei Kurzeinsätze in der zweiten Liga erlebt und er hat sich gut von seinem Nasenbeinbruch vom Anfang der Saison erholt. Nach zwei Toren in seinen letzten drei Spielen setzt Nicolas Michati natürlich wieder auf seinen Kapitän im Duell mit Schalke 04-2. Die Fortuna in Rot von links nach rechts mit Özkan. Wienand das erste Mal dazwischen. Fulminanter Start der Gastgeber. Das Team von Nicolas Michati drückt im 4-4-2 auf das Schalker Tor. 7. Gutes Solo auf Lobinger. Der macht's alleine. Lobinger 1-0 Düsseldorf nach 24 Minuten. Ein super Tor. Hier zeigt sich seine ganze Qualität, der Kapitän gegen drei Gegenspieler durchgesetzt und der Abschluss mit viel Wucht, so kommt der 19-jährige Wienand nicht mehr entscheidend an den Ball. Das dritte Saisontor für den 22-Jährigen. Natürlich sind die 405 Zuschauer im Paul-Janes-Stadion völlig aus dem Häuschen. Wieder Fortuna, wieder geht es über Lobinger. Ball in der Mitte zunächst abgeblockt und Niemiec. Der nächste gute Versuch von den Knappen, bislang noch gar nicht zu sehen in der Partie. Stattdessen nähert man sich der Halbzeit. Fortuna bleibt dominant. Uccino, klasse durchgesetzt. Ball kommt in die Mitte zu Köter. Köter! 2-0. Tim Köter hat eine super Statistik. Das dritte Saisontor und schon die fünfte Torbeteiligung. Und das für einen defensiven Mittelfeldspieler. Bei ihm läuft fast alles richtig in dieser Saison. Aber die Vorarbeit von Uccino war natürlich klasse. Wie er hier Cienza vernascht und dann ganz viel Zeit hat, um den Mittelfeldspieler in Szene zu setzen. Der legt ihn sich noch auf seinen starken linken Fuß. Hat genug Zeit. Der Abschluss dann unwiderstehlich. 2-0, dann auch der Halbzeitstand. Verbesserungsbedarf bei Thorsten Fröhling und Co. Bei Fortuna könnte es laut Michati genau so weitergehen. Und das tut es auch. Nächster guter Ball für Lobinger. Im 1 gegen 1 mit Wienand. Diesmal ist der 19-Jährige zur Stelle. Felix Wienand hat bislang erst 4 Spiele in dieser Saison absolvieren dürfen, allerdings nur eines davon verloren. Dadaschow dann im Duell mit Siebert. Schiedsrichter Marc Jäger legt sich sofort fest, Elfmeter. Und das ist auch die richtige Entscheidung. Wir sehen es in der Wiederholung. Siebert ungestüm im Zweikampf, trifft ganz klar den Gegner. Der Elfmeter, die richtige Konsequenz. Und der Gefaulte macht es selbst. Dadaschow, 2-1, wieder alles drin für Schalke 04. Souverän gemacht, sein viertes Tor kam zu dieser Saison aus den USA nach Schalke. Ehemaliger aserbaidschanischer Nationalspieler, viel Erfahrung mit seinen 30 Jahren, der Elfmeter für ihn kein Problem. Wie reagiert die Fortuna? Niemiec gut rübergelegt für Hirschberger. 3-1, nur 4 Minuten. Nach dem Gegentreffer kann man den Abstand wieder erhöhen. Und Michati beweist sein Näschen für den goldenen Wechsel, brachte ihn in der Halbzeit für Uccino. Nicolas Hirschberger mit seinem zweiten Saisontor, auch weil die Vorlage von Jona Niemiec exzellent ist. Die Düsseldorfer spielen sich jetzt in einen Rausch. Die nächste Chance für Lobinger. Auf weiter Flur alleine gelassen. Lobinger 4-1 nach 75 Minuten. Seine Familie ist so sportlich, sein Vater Stabhochspringer Lex Tiger Lobinger. Er hat den Fußball für sich ausgewählt und es scheint auch für ihn blendend zu funktionieren. Mit diesem Tempo kann ihn niemand mehr aufhalten, so kommt der gebürtige Bonner zu seinem vierten Saisontor. Aber Schalke bleibt dran. Gute Flanke für Dadaschow und Krasniqi. Der Kosovare mit einer super Chance, Gorka dazwischen. Krasniqi ja auch schon mit Zweitliga-Erfahrung am ersten Spieltag gegen den HSV. Hat hier gleich die nächste Chance, aber der überragende Keeper der Düsseldorfer wieder zur Stelle. Dennis Gorka bislang fehlerfrei. Nochmal Düsseldorf, Köter, Zorn schnappt sich den Ball, 5-1.
In der 85. Minute Florian Zorn mit seinem ersten Saisontor. Der 20-Jährige bei Eintracht Frankfurt, ausgebildet über Köln, ging es dann nach Düsseldorf in dieser Saison. Geistesgegenwärtig, schnappt sich nochmal die Kugel und steht dann frei vorm Tor. Und natürlich freut sich da sein Kapitän Lobinger bei diesem Treffer mit. Das Spiel nun endgültig entschieden, aber nochmal Schalke mit dem unermüdlichen Rufat Dadaschow. Aber erneut gibt es Szenenapplaus für Gorka. Das war dann auch gleichzeitig die letzte Szene der Partie. Düsseldorf 2 gewinnt mit 5:1 gegen Schalke 2. Ein verdienter Sieg findet auch der Trainer Nicolas Michati bei Fabian Basdorf. Ja, ich glaube, dass es ein absolut verdienter Sieg war, auch in der Höhe. Ich glaube, wir haben eine fantastische Leistung gezeigt, über 90 Minuten an sich, sind sehr gut ins Spiel gekommen, führen zur Halbzeit 2-0. Machen dann im Prinzip, schenken den Schalkern den Elfmeter zum 1-2. Ich glaube, bis dahin hatten sie keine wirkliche Gelegenheit. Wichtig war, dass wir dann schnell das dritte Tor machen, das vierte, das fünfte. Und ich glaube, über 90 Minuten eine fantastische Leistung von unserer Mannschaft und ein absolut verdienter Sieg. Vielleicht lässt sich dann eine Siegesserie starten. Am nächsten Spieltag ist man zu Gast in Lippstadt. Schalke spielt zu Hause gegen Homberg.